Ranja und ich war heute auf einem Ausflug zu meinem Postfach und habe Fanpost geholt und ich freue mich voll und ich bin voll überrascht, dass überhaupt was da ist. Aber ich bin so, ich bin so aufgeregt. Ich habe jetzt erstmal essen müssen, weil ich durfte die Sachen ja noch nicht aufmachen, weil ich das ja im Video machen will. Und dann habe ich gegessen und war so, okay, ich versuche schnell zu essen, damit ich möglichst schnell die Sachen aufmachen kann. Vielen, vielen Dank schon mal im Vorweg an alle, die sich die Mühe gemacht haben. Ich freue mich riesig. Es fühlt sich an wie Weihnachten. Das ist kein Witz. Ich bin super, super aufgeregt. Okay, ich habe die Sachen auf meinem Bett abgelegt. Ich hole die einmal gerade kurz. So. Falls ihr mir auch was schicken möchtet, dann ist hier oben mein Postfach eingeblendet. Ansonsten könnt ihr das auch in der Beschreibung finden. Okay. Hey Ronja, ich heiße Juliano, 10 Jahre. Und ich bin ein größer Fan. Ich würde mich freuen, wenn du mich im nächsten Video grüßen würdest. Im Video vorlesen, steht extra dabei. Ja. Ich grüße den lieben Juliano. Nein, voll süß. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe auch, kein Witz, ich habe ein Paket gekriegt. Ich bin schon richtig gespannt, was in dem Paket ist. Ich wusste nicht mal, dass meine Passstelle Pakete annimmt. Scheinbar ist das der Fall. Und, oh warte, das ist hier gut zugetesert. Ich habe meine Schere bereitgelegt. Ich bin so professionell, hä? Okay. Bitte lesen nur Ronja. Das lest dann dementsprechend nur ich. Ein Fanart. Ah. Oh. Das ist so lieb. Ich freue mich so. Vielen, vielen Dank. Das ist... Oh, sieht man das überhaupt in der Kamera? Es ist viel zu hell, glaube ich, oder? Moment. Lasst mich das Licht abhalten für euch. Ich weiß nicht, ob man das zeigen... Oh, warte mal. Kamera, wieso? Es ist kein weißes Bild. Wenn ich sie hinhalte, sieht man es. Yay! Phoebe, ist das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Vielen Dank. Das ist super süß. Ich lese deinen Brief nachher. Hier hat jemand eine sehr schöne Schrift. Also, dem Namen zu urteilen, es ist ein Junge und es ist, ich hätte, also wenn ich ein Junge wäre, hätte ich gerne so eine Schrift gehabt. Ich hatte nicht mal so eine ordentliche Schrift. Crazy. Liebe Ronja, deine Videos sind echt so nice, leider kann ich dich nicht abonnieren. Ich finde den Skin echt nice und deine Roomtour hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, du bist weiterhin so aktiv. Dein Marius 12. PS, über ein Autogramm würde ich mich sehr freuen. Moment, hast du deine Adresse draufgeschrieben? Dann kann ich dir gerne eins zuschicken. Und er hat noch was gemalt. Warte, sieht man das? Dankeschön. Hier hat jemand seinen Brief mit einem Kätzchen zugeklebt. Das ist super. Es ist so fantastisch. Ich habe so gute Laune. Deswegen, ich hatte heute voll den anstrengenden Tag. Ich bin nur hin und her gefahren und ich war bei X-Ärzten. Und es war super anstrengend. Und ich war sehr frustriert. Komm schon, geh auf. Okay, ich benutze jetzt die Schere. Wie ein gebildeter Brieföffner. Hey Ronja, ich bin ein großer Fan von dir. Ich habe dich auf YouTube abonniert und aktiviert. Ich wollte dich noch wegen einem Autogramm... Aha, clever, dass ich dir den Dings nicht weggeschmissen habe. Ich glaube, falls ihr für die Zukunft, falls ihr gerne Autogramme hättet, dann wäre es super, wenn ihr mir einen Rückbriefumschlag mit in euren Brief tun könntet, damit ich, halt mit Adresse draufgeschrieben, damit ich das auch nicht vertausche oder verwirre und, genau, weil ich... Ja, weil ich sonst nicht weiß, ob ich da mit hinterherkomme. Spielst du mein Fortnite? Ich habe ehrlich gesagt nie wirklich Fortnite gespielt. Vielleicht. Mal gucken. Ich kann es nicht versprechen. Vielen Dank, Simon. Ich finde es süß, wie euer Alter teilweise draufschreibt. Das ist voll... Oh, ich freue mich voll. Okay. Den Brief kann ich öffnen. Gute Arbeit. Dafür, dass du ihn nicht mit Tesafilm zugenagelt hast. Okay. Und zwar... Ist... Ohne Witz... Ihr könnt alle meinen Skin besser malen als ich selber. Es ist traurig. Ich glaube, ich könnte das... Also, ich glaube nicht, dass ich meinen Skin ordentlich... Vielleicht habe ich auch keine Geduld. Oh, hey. Ich lese das im Privaten. Aber vielen Dank an Lavinia. Ist das richtig? Habe ich das... Es tut mir leid, falls ich Namen irgendwie falsch ausspreche. Wenn ich manche Sachen noch nicht gehört habe, bin ich manchmal verwirrt. Aber Lavinia, ich lese deinen Brief gleich. Vielen, vielen Dank. Es ist so viel! Ich hätte nie, ohne Witz, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Ich bin dann am Postfach gewesen und danach saß ich noch in der Bahn mit so einem Stapel Pakete und Briefe in der Hand und war nur so... Oh, der Brief geht gut auf. Der Brief geht trotzdem gut auf. Okay, hier ist was Festes drin. Oh, hier hat jemand... Hier hat es jemand auf Pappe gedruckt. Das kann man sogar in der Kamera erkennen. Der Robin hat noch geschrieben. Ich will euch jetzt nicht die ganzen privaten Briefe vorlesen, okay? Ich sag aber die Namen, damit sich alle gegrüßt fühlen, okay? Fühlt euch gegrüßt. Vom lieben Jakob.
Es ist einfacher, wenn man den Namen vorher beim Briefumschlag liest. Wenn es Bilder sind, dann zeige ich die Bilder. Das hier ist ein Bild. Und das ist ein Brief auf der Rückseite, was man nicht sehen kann. Von der Lea. So, man erkennt was. Juppidu. Und ein Brief. Oh mein Gott, das ist das ganze Paket. Ich werde meinen Freunden sagen, dass ich deine Nummer habe, aber ich gebe sie keinem weiter. Was? Warte, was? Habe auch Headset, nehme aber nur auf Handy. Bitte. Oh, es fängt auf der anderen Seite an, das macht viel mehr Sinn. Okay, das lese ich auch nachher. Das ist alles Tesafilm. Genau über dem Streifen, den ich versuchen will aufzumachen. Und es geht auch noch hier weiter. Ich habe gedacht, du wirst diesen Brief nie öffnen. Hier ist eine Zeichnung, die könnt ihr sehen, sie ist bunt. Falls ihr wollt, dass eure Zeichnungen im Video erkannt werden können, dann malt sie so bunt wie Leni. Ich liebe deine Videos, obwohl ich nicht lange deinen Kanal kenne, warte ich jeden Tag auf deine Videos. Deine Leni. Vielen Dank, Leni, das freut mich sehr. Leni hat noch mehr gemalt. Leni malt gut bunt. Im Vergleich zu den anderen Sachen, die einfach straight up weiß waren, weil mein Licht so hell ist. Es ist mitten in der Nacht, es tut mir leid. Deswegen brauche ich Licht. Man sieht das sogar im Fenster. Seht ihr die Reflexion? Vielleicht soll ich das zumachen, dann wirkt es vielleicht professioneller. Dieser Brief ist von Leonie. Und zwar, warte. Leonie hat einen frankierten Rückumschlag in ihrem Brief mitgesendet. Sehr gute Arbeit, Leonie. Vielen, vielen Dank. Könntest du bitte mal ein Fanart-Auspack-Video machen? Ja, ich bin dabei. Leonie hat auch gemalt. Ah, das sieht voll süß aus. Und man sieht, dass ihr euch voll viel Mühe gebt. Das ist alles, keine Ahnung, das ist so richtig aufeinander geklebt. Sieht man das? Das sieht man nicht, aber das ist so richtig aufeinander geklebt und mit voll viel Mühe gemacht. Das ist voll, ah. So ist wie die Briefe teilweise gestaltet sind. Ich bin voll froh. Ich würde mich über eine Autogrammkarte freuen. Unterschrieben, selbstverständlich. Ich bin ein großer Fan von dir, mach weiter, klasse Videos und bleib so, wie du bist, deine Leonie. Und Umschlag ist dabei. Vielen Dank, Leonie. Das ist von Julian. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts zerreiße. Oh, da ist was dran gepinnt. Hier ist, oh, sehr gut. Julian hat es ähnlich gemacht wie Leonie und hat einen frankierten Rückumschlag mit reingelegt. Mit Karte, wo ich draufschreiben kann, wie ich das hier sehe. Moment. Und hier steht, hi Ronja, ich habe dich abonniert, ich bin ein großer Fan von dir. Da du ein Postfach hast, wollte ich dich fragen, ob du auf dieses Stück Tonkarton im Kuvert dein Autogramm schreiben kannst und es mir schicken kann. Selbstverständlich. Und da steht auch noch, kannst du mich in einem deiner Videos mal grüßen? Hiermit grüße ich Julian. Ich grüße euch alle, okay? Connor hat einen Brief geschrieben. Den Brief von Connor lese ich mir nachher durch. Dann, wir haben größere Umschläge gekriegt. Ich meine, da ist irgendwas drin. Was ist das? Von Natascha. Natascha, ich bin gespannt. Aua, jetzt habe ich mir ein Papier geschnitten. Ich bin so ungeschickt. Ich weiß nicht, wie man so ungeschickt sein kann wie ich. Ich bin gestern, ich bin fröhlich durchs Wohnzimmer gehüpft. Okay, das passiert. Manchmal hat man gute Laune, ja? Und dann hüpft man und dann bin ich voll mit meinem Knie gegen die Tischkante von unserem Glastisch geknallt. Und jetzt habe ich so einen riesen blauen Fleck auf meinem Knie. Ich glaube, das ist... Ah, Badekristalle. Nice. Okay, das lese ich mir auch gleich durch. Da ist noch ein Bild dazu gemalt. Wirklich süß. Vielen, vielen Dank, Natascha. Gute Arbeit. Noch ist alles halbwegs ordentlich. Ich bin überrascht von mir selber. Dann haben wir hier von Samantha. Das ist witzig. Ich habe das mal in einem Video erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber meine beste Freundin in der Grundschule hieß Samantha. Mit der bin ich dann tatsächlich... Die ist in der Grundschule nach Amerika gezogen, aber ich treffe mich immer noch mit der, weil die einmal im Jahr nach Deutschland kommt oder zweimal. Deswegen sehen wir uns, wenn auch nicht oft, aber wir sehen uns eigentlich jedes Jahr und es ist immer voll schön. Und ich finde das sehr cool. Liebe Ronja, ich feiere deine Videos sehr und du bist meine Lieblings-YouTuberin und du bist auch ein großes Vorbild für mich. Es wäre nett, wenn du mir zurückschreiben könntest. Mit freundlichen Grüßen, dein größter Fan, Samantha. Vielen Dank, Samantha. Vielen Dank. Ich glaube, ich muss hier viel cutten, wie ich Briefe aufmache, weil das immer so lange dauert. Ich glaube, andere Leute können das viel smoother als ich. Aber ich möchte alles zeigen. Oh, Alia. Von Alia. Das gucke ich mir auch nachher an. Das Bild ist voll niedlich. Das, für die Leute, die das nicht erkennen, weil es einfach viel zu hell ist, das bin ich, wie ich einen Drachen streichle. Das ist sogar verziert mit Weihnachtsbäumen und einer Schleife.
Hier ist sogar was Eingepacktes drin. Okay. So. Von der lieben Ronja Alina, wenn ich das so richtig sehe, kriege ich eingepackte Sachen. Sogar ein richtiges Geschenkpapier. Ich habe kein richtiges Geschenkpapier zu Hause. Das sieht aus wie eine kleine Bommel. Die haben wir früher auch selber gemacht, als wir. Also mein Bruder und ich. Als wir noch Katzen hatten. Was? Oh, da kann ich Katzenspielzeug draus machen. Dankeschön. Dann sind hier Rückumschläge. Und ein gemalter Diamant. Und noch mehr Konfetti. Beziehungsweise nicht Konfetti. Es würde mich freuen, wenn ich eine Antwort kriege. Und ich wollte noch fragen, ob ich mit dir und Flo in meinem TS reden könnte. Das wäre mein größter Wunsch. Und ich sehe ein Herzchen gemalt dazu. Das ist... Oh, warte, so kann ich es machen. So sieht man wenigstens die Hälfte. Ja, Flo hat jetzt hier einen neuen Discord. Und da bin ich auch drauf. Und wenn wir mal zufällig in den Text... nicht in den Text. In den Sprachchannels sind. Es gibt ein System, wie man sich dafür anstellen kann. Damit es nicht so ein Durcheinander wird wie letztes Mal. Und ich verlinke euch den Discord in der Beschreibung. Dann könnt ihr da gerne drauf joinen. Und dann können wir bei Gelegenheit sicher mal reden. So, oh nein, ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Ihr dachtet, das war's, aber es war's noch nicht. Ebenfalls von Ronja. Es klingt so merkwürdig, seinen eigenen Namen zu sagen. Eine Haarspange. Schick, schick. Und ein Armband. Das sieht aus, wie als wäre es selber gemacht. Vielen Dank. Von Paula. Da ist noch ein Umschlag drin. Nein. Paula hat meine Schwäche für Umschläge erkannt. Ich krieg's hin. Der ist auch noch voll schön verziert und so. Das ist voll niedlich. Holy moly, das ist voll gut geworden. Seht ihr das? Seht ihr, wie gut das geworden ist? Also seht ihr, wie ordentlich das alles ist? Und? Oh mein Gott, das sind noch mehr Zeichnungen. Hier ist noch ein Einhorn. Und hier ist... Oh, das sieht voll süß aus. Das sieht voll gut aus. Ohne Witz, das Pferd sieht so fertig aus von der Statur. Ich kann kein Pferd malen. Vielleicht bin ich deswegen so begeistert, aber... hallo Ronja, ich bin ein Mädchen. Und ich bin 12 Jahre alt, ich heiße Paula und auf Instagram heiße ich Anime-Fan 44445. Ich würde mich freuen, wenn ich dich auf der Gamescom treffen könnte und ein Autogramm bekomme. Du bist meine Lieblings-YouTuberin. Ich freue mich auf dich. Ich bin auf der Gamescom, ja. Also falls ihr auf der Gamescom seid in Köln, ist die dieses Jahr. Was heißt denn dieses Jahr? Die ist jedes Jahr in Köln. Vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Das ist im Gespräch, aber ich weiß nicht, dass das wird. jedenfalls, ich bin auf der Gamescom. Ich bin die letzten Jahre auch auf der Gamescom gewesen. Ich bin immer auf der Gamescom. Das heißt, ich glaube, auf der Gamescom und auf der ESL One Cologne, ebenfalls in Köln. Falls ihr da seid, dann ich bin da auch. Da können wir uns gerne sehen. Ich bin so gespannt, was hier drin ist. Ohne Witz, ich würde so gerne wissen, was hier drin ist. Von Elia. Warte. Hier ist noch ein Paket drin. Ihr wisst scheinbar, dass ich schnell... Oh nein, das kriegt man einfach auf. Oh mein Gott, hier sind Süßigkeiten drin. Ich bin 10 Jahre alt, mein Name ist Elia. Oh, du hast sogar ein Foto von dir mit reingemacht. Vielen, vielen Dank. Elia, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Das ist sehr lieb von dir. Hier sind Lutscher und Mauerms und Gummibärchen und noch mehr Mauerms. Warte, hier sind noch mehr Gummibärchen. Vielen Dank. Dann war's das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war sehr, sehr erfreut über alle Sachen, die mir zugeschickt wurden. Wie gesagt, falls ihr mir was schicken möchtet, der Link ist in der Beschreibung. Und dann werdet ihr im nächsten, ich packe meine Fanart-Sachen aus, oder Fanposten, wie auch immer wir es nennen wollen, gefeatured. Und dann, genau, falls ihr, wie gesagt, ein Autogramm wollt, dann bitte mit Rückumschlag. Das würde mir sehr helfen. Dann hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao!